Ja, wir werden jetzt gleich ab 9 hier bei Phoenix die heutige Sitzung des Bundestages live übertragen, schauen aber jetzt, wie gesagt, noch mal auf den Hackerangriff auf das Datennetz der Bundesregierung, und zwar gemeinsam mit unserem Korrespondenten Erhard Schärfer in Berlin. Erhard, die Opposition ist empört. Die Grünen sprechen schon von einer Form von Kriegsführung gegen Deutschland. Wie reagiert denn die vom Angriff Betroffene, also die Bundesregierung? Na, die halten sich noch einigermaßen bedeckt und lassen mitteilen über das Bundesinnenministerium, dass der Hackerangriff wohl unter Kontrolle sei, dass man den isoliert habe und von daher kein Schaden mehr entstehen könne, sagt zumindest das Bundesinnenministerium. So richtig nachprüfen lassen sich hier Details zu dieser Stunde natürlich noch nicht. Aber wenn wir noch mal kurz zurückgucken auf die Opposition, die sind, um es mal milder auszudrücken, stinkend sauer, weil dieser Hackerangriff ja offenbar schon sehr viel länger andauert. Erst im Dezember, wie beispielsweise die Süddeutsche Zeitung schreibt, entdeckt worden ist. Und seitdem ist man da bemüht, das Ganze einzukreisen und einzudämmen. Weiß also nicht, wie viele Daten da tatsächlich abgeflossen sind. Und erst jetzt erfahren die Abgeordneten davon, und das auch nicht direkt durch die zuständigen Behörden, beispielsweise das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie oder eins der betroffenen Ministerien oder die Bundesregierung insgesamt, sondern sie erfahren es durch Medienberichte. Entsprechend sind die Reaktionen sehr, sehr negativ auf das, was da geschehen ist. Und nun versucht man, das parlamentarisch aufzuarbeiten. Gleich heute soll ja der Digitalausschuss zusammenkommen, möglicherweise auch das parlamentarische Kontrollgremium, weil ja die Nachrichtendienste damit befasst sind, das Ganze aufzuarbeiten und dahinter zu kommen, was da tatsächlich geschehen ist. Und möglicherweise trifft sich auch noch der Innenausschuss heute oder morgen, um das Ganze, um Licht in dieses Dunkel zu bringen. Aber wie gesagt, die Reaktion ausgesprochen negativ. Heute ist viel los im Bundestag. Schauen wir darauf. Mietpreisbremse, kostenloser öffentlicher Nahverkehr, Debatte zum Weltfrauentag unter anderem. Außerdem will der Bundestag einen ersten Untersuchungsausschuss nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin einsetzen. Auf Landesebene hat es ja schon Ausschüsse gegeben. Welche Fragen sollen jetzt in diesem Gremium geklärt werden? Das werden wir gleich weitergegeben an unsere beiden Gesprächspartner, die wir heute Morgen hier haben. Aber Sie haben recht, es hat relativ lange gedauert, bis der Bundestag reagiert hat mit einem Untersuchungsausschuss. Die Grünen haben jetzt schon sehr viel länger gefordert, nämlich seit Sommer letzten Jahres. Die Koalitionsfraktionen, die damaligen und wohl auch zukünftigen, haben das, sagen wir mal, ein klein wenig blockiert oder auf die lange Bank geschoben, hielten es für nicht nötig. Und dann ist aber langsam doch ein bisschen Einsicht eingekehrt. Und nun gibt es heute eben als zweiten Tagesordnungspunkt eben den Einsetzungsbeschluss zu diesem ersten Untersuchungsausschuss und auch eine Debatte dazu. Und wir können auf die Fragen, die Sie eben, Katrin Augustin, angesprochen haben, was man denn da eigentlich wissen will, jetzt reden mit Irene Mihalic, die designierte Obfrau für die Grünen in diesem Untersuchungsausschuss sein wird. Guten Morgen Ihnen. Und Thomas Seitz ist bei uns, der für die AfD-Fraktion in diesem Ausschuss sitzen wird. Auch Ihnen guten Morgen. Fang bei Ihnen an, Frau Mihalic. Es ist relativ viel bekannt über das, was Anis Amri getan hat, wo er sich aufgehalten hat, wie viele Identitäten er gehabt hat. Also sehr viele Details liegen auf dem Tisch. Was wollen Sie wissen in diesem Ausschuss noch? Was eben noch nicht bekannt ist, warum zum Beispiel Bundessicherheitsbehörden nicht eingegriffen haben. Also wir wissen, dass Anis Amri ja in mehreren Bundesländern aktiv war. Er konnte sich sozusagen geschützt wie unter einer Käseglocke kreuz und quer durchs Land bewegen, obwohl viele Behörden ihn übereinstimmend als hochgefährlich eingestuft haben. Aber dennoch ist es nicht zum Zugriff gekommen. Dennoch ist eben nichts passiert. Und da halt eben die Verantwortung genau zu klären, auch von der Bundesebene, und auch die politische Verantwortung herauszuarbeiten, das ist unser Ziel in diesem Untersuchungsausschuss. Es hat Einsetzungsanträge gegeben von allen Fraktionen hier im Deutschen Bundestag. Die sind dann im Immunitäts- und Geschäftsordnungsausschuss zusammengeführt worden zu einem gemeinsamen. Da haben Sie sich nicht dran beteiligt. Es gibt auch keinen Antrag der AfD zu einem Einsetzung, zu einem Untersuchungsausschuss. Warum eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich für Sie ein ganz wichtiges Thema und wichtiges Anliegen. Gut, ist natürlich so. Wir als AfD können alleine nicht die Einsetzung mit einem bestimmten Thema erzwingen, und die anderen Fraktionen werden unserem Antrag ohnehin nicht zustimmen. Wir haben uns deswegen darauf beschränkt, unsere Intention in einem Änderungsantrag einzubringen, der allerdings auch leider von den anderen Fraktionen abgelehnt wurde. Worum es uns gegangen wäre, wäre zum einen gewesen, dass das Gremium mit einer größeren Personenzahl ausgestattet wird. Sie haben mich als Vertreter der AfD vorgestellt. Tatsächlich bin ich nur der Ersatzvertreter, weil die AfD wie die anderen kleineren Fraktionen nur ein ordentliches Mitglied im Untersuchungsausschuss haben. Das Zweite, was uns wichtig gewesen wäre, ist den
Untersuchungsauftrag ausdrücklich auszuweiten, auch auf die Frage der politischen Gesamtverantwortung. Wir haben an einer ganz kleinen Stelle durchaus im Untersuchungsauftrag auch die Frage nach der politischen Verantwortlichkeit. Aber ich bin der Meinung, dass in den Untersuchungsmaßnahmen, die bereits erfolgt sind, bereits sehr ausführlich nach Fehlern gefragt wurde, die jetzt auf untergeordneter Ebene stattgefunden haben. Sozusagen die Fehler von einzelnen Beamten, die wurden beleuchtet, die müssen weiterhin beleuchtet werden. Aber es geht auch um die Frage der politischen Gesamtverantwortung. Und diese Frage drängt sich auf und die sollte deswegen auch ausdrücklich im Untersuchungsauftrag drinstehen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Michalitsch, was Sie eben gesagt haben, ist das ja drin. Ja, natürlich. Das steht auf Seite 2 unserer Beschlussempfehlung. Da wird explizit die Frage nach der politischen Verantwortung gestellt. Und selbstverständlich ist es so, dass wenn man Fehler von Behördenhandeln aufklärt, ja, dann ist immer jemand an der Spitze, der sozusagen den Hut auf hat. Und ganz am Ende der Nahrungskette sozusagen steht immer die Bundesregierung. Also das heißt, die politische Verantwortung lässt sich auch über die Aufklärung im Detail sehr, sehr gut herausarbeiten. Und die werden wir auch klar so benennen. Da müssen Sie noch mal sagen, was fehlt Ihnen daran, an dem, was Irene Mihalic jetzt im Hinblick auf den Untersuchungsauftrag gerade beschrieben hat? Was fehlt Ihnen denn konkret? In der Tat, ist, wie ich gesagt habe, es steht an einer Stelle drin, die Frage nach der politischen Verantwortung. Nur wenn Sie den Text lesen, Sie werden ihn vermutlich 2 oder 3 Mal lesen, bis Sie die Stelle wirklich entdecken. Und ich drehe jetzt einfach mal den Schuh um. Wenn die Frage nach der politischen Verantwortung bereits wirklich im Untersuchungsauftrag enthalten ist, wo wäre dann das Problem gewesen, unseren Antrag mit der Frage nach der politischen Gesamtverantwortung ausdrücklich als eigenen Unterpunkt an zentraler Stelle mit aufzunehmen? Wenn es bereits umfasst ist, dann hätte man hier redaktionell das ja auch ausweiten können. Ich gehe davon aus, das war nicht gewollt, weil jetzt, das betrifft jetzt weniger die Frau Mihalic und ihre Fraktion, sondern die Regierungsfraktion, weil hier die Frage einfach nicht gewollt ist. Ich verstehe es eigentlich ehrlich gesagt immer noch nicht, weil es ist ja drin. Sie sagen, es ist nicht drin, dann sagen Sie aber, es ist drin, dann sagen Sie, es ist aber eigentlich nicht drin, ist es Ihnen nicht klar genug drin? So richtig komme ich nicht mit. Ich sehe die Erwähnung an einer Stelle eigentlich als Feigenblatt, ganz ehrlich. Wenn dieses wichtige Thema beleuchtet werden soll und es muss beleuchtet werden, dann muss es auch zentral genannt werden. Ich möchte das vielleicht mal an einer Stelle ergänzen. Also wir als Untersuchungsausschuss unterliegen ja dem Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetz. Das heißt, man kann ja auch in so einen Untersuchungsauftrag nicht alles reinschreiben, was einem gerne irgendwie beliebt oder so. Das heißt, man kann da jetzt auch nicht mal eben so redaktionelle Änderungen vornehmen, weil einem dann der Text irgendwie besser gefällt, sondern das muss natürlich auch rechtlich so gefasst sein, dass es auch unseren Gesetzen eben entspricht und dass wir da nichts Rechtswidriges tun. Und deswegen, wenn der Untersuchungsauftrag so klar gefasst ist, wie ich es gerade formuliert habe, dann ist so eine redaktionelle Anpassung eventuell vielleicht auch rechtswidrig. Das heißt, das muss man alles genau beleuchten. Und insofern, wir haben das so drinstehen und deswegen ist der Antrag der AfD in diesem Sinne auch völlig überflüssig gewesen. Mache ich noch mal einen kurzen Rückgriff auf die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe, nämlich wenn Ihnen bestimmte Punkte so wichtig sind, hätten Sie ja trotzdem von Anfang an einen eigenen Antrag schreiben können. Irgendwie auch die anderen einzelnen Fraktionen haben ja gelegentlich nicht die Chance, dass die durchkommen und müssen gucken, wie sie sich arrangieren. Irgendwie. Und deswegen dort trotzdem noch mal die Eingangsfrage, warum haben Sie davor zurückgescheut? Wir haben davor nicht zurückgescheut, aber... Geschrieben haben Sie nicht. Nein, geschrieben haben wir nicht, aber... Es geht jetzt darum, auch nicht Aufmerksamkeit zu erheischen nach dem Motto, wir haben hier eine eigene Drucksachennummer, sondern es geht um die inhaltliche Arbeit und Qualität des Untersuchungsauftrages. Und das Untersuchungsgebiet wurde in unserem Sinne weitgehend dann auch erweitert, weitergehend als die Vorstellungen von CDU und SPD zunächst waren. So wurde beispielsweise in zeitlicher Hinsicht der Untersuchungsauftrag jetzt erstreckt ab Einreise in das Schengen-Gebiet bis zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Das war zunächst von den Regierungsfraktionen nicht gewünscht. In dem Sinne wurden inhaltlich die meisten unserer Wünsche auch erfüllt. Und wir haben da, glaube ich, taktisch besser agiert, zu warten, was geschieht, ohnehin erstmal durch die anderen Fraktionen und nur dann darauf zu pochen, wo besteht noch weiterer Nachbesserungsbedarf. Weil wenn wir von Anfang an mit einem eigenen Entwurf gekommen wären, der beispielsweise diese zeitliche
große Dauer des Untersuchungsauftrages umfasst hätte, hätte möglicherweise dazu geführt, dass das dann abgelehnt worden wäre, nur weil es von uns kommt. Jetzt müssen wir natürlich in Zeiten, wo man sehr genau gucken muss und auf Fakten irgendwie und solche Sachen sehr genau hingucken muss und wer wann was irgendwie gewollt hat, vielleicht dann auch noch mal checken. Wenn ich mich richtig erinnere und ich das alles richtig beobachte, kam der Wunsch um die Ausweitung des Untersuchungszeitraums natürlich nicht von der AfD, sondern beispielsweise von Ihnen und von der Linksfraktion. Ja, wir haben diese Ausweitung des Untersuchungsauftrags ganz klar gefordert und das war auch in unseren Ursprungsanträgen so enthalten. Und ich bin wirklich froh, dass es uns am Ende gelungen ist, wirklich mit einer qualifizierten Minderheit, also aus FDP, Linken und Grünen, eben den Druck auf die Große Koalition so weit zu erhöhen, dass der Untersuchungszeitraum entsprechend ausgeweitet wurde, sodass wir uns jetzt eben tatsächlich um den gesamten Zeitraum kümmern können. Ich halte das nochmal fest, es gab von Ihnen keine Initiative bezüglich des Untersuchungszeitraums, oder? Das war natürlich auf unserer internen Liste als wichtiger Punkt vermerkt. Und wenn es von den... Wie gesagt, es wäre taktisch unklug gewesen, dass wir das fordern, weil die Gefahr hätte bestanden, es wird abgelehnt, nur weil es von uns gefordert wird. Dann wären vielleicht die Grünen von ihrem eigenen Antrag abgerückt. Das ist jetzt mal eine gewagte These, finde ich. Das muss ich jetzt auch mal sagen, obwohl ich hier natürlich irgendwie alles gleichmäßig und neutral beobachte. Vielleicht machen wir jetzt mal ein Schrittchen weiter. Welche Beweise? Welche? Nee, ich habe eine andere Frage. Herr Salzmann, hört Sie... Man hört Sie nicht, weil das Mikro ich habe. Irgendwie. Und ich hätte eine andere Frage. Welche Beweisanträge beispielsweise wollen Sie stellen? Welche Zeugen wollen Sie hören? Was wird die AfD beantragen in diesem Untersuchungsausschuss, um Licht ins Dunkel zu bringen, das noch vorhanden ist? Es werden jetzt erstmal sehr umfangreiche Beweisbeschlüsse ergehen, in dem beigezogen wird das ganze Material, das bereits existiert, zum Beispiel aus den Untersuchungsausschüssen, die bereits auf Länderebene stattgefunden haben, in der Sonderuntersuchung in Nordrhein-Westfalen und andere Untersuchungen. Und nach Sichtung dieses Materials werden wir dann gezielt weitere Beweisanträge stellen. Konkret? Das ist im Moment noch zu früh, um hier jetzt konkret vor allen Dingen auch über Namen zu reden. Können Sie konkrete Namen und Beweisanträge nennen? Wie gesagt, jetzt werden erst einmal die Akten beigezogen. Auch die müssen wir natürlich zunächst einmal studieren. Und wir orientieren uns natürlich auch ein Stück weit daran, was die Landtagsuntersuchungsausschüsse bisher gearbeitet haben, einfach damit wir auch Doppelarbeit vermeiden. Unser Fokus liegt ganz klar auf den Bundessicherheitsbehörden, auf der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Da wollen wir halt eben tatsächlich identifizieren, gibt es irgendwo Lücken, die zu schließen sind? Warum konnte dieser Anschlag nicht verhindert werden? Wer trägt die politische Verantwortung dafür? Und daran wird sich dann am Ende auch unsere Zeugenliste ablegen. Lassen. Wo sehen Sie die größten Defizite in der Sicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik im Moment? Das mit Sicherheit im Vollzug der bestehenden Gesetze, dann in der Zusammenarbeit der Dienste und Behörden, in der Übermittlung der Informationen. Das dürfte, denke ich, schon der Schwerpunkt sein. Und wir haben mit Sicherheit auch Defizite im Bereich der Rechtslage, wo vielleicht auch dann der Untersuchungsausschuss Empfehlungen geben kann, wo Abhilfe geleistet werden kann. Was meinen Sie da konkret? Da geht es dann konkret auch um das Asyl und auch das Strafrecht. Es müsste auch leichter sein, Gefährder in Haft zu nehmen, da eine lückenlose Überwachung der Gefährder schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Es gab erst jetzt im Ende letzter Woche eine Antwort der Bundesregierung. Wir haben aktuell etwa um die 900 Gefährder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für eine Überwachung einer Einzelperson, die nicht konspirativ erfolgt, braucht man etwa mindestens 25 Polizeibeamte. Für eine konspirative Überwachung, wie es hier notwendig wäre, schätze ich mal, wäre der Personalbedarf bei mindestens 100 Beamten. Für einen Gefährder, bei 900 Gefährdern, kann sich jeder ausrechnen. Wir haben gar nicht diese Polizeistärke, um das zu leisten. Wir müssten ganz die Polizeiarbeit zu weiten Teilen ausschalten, um das zu ermöglichen. Deswegen, es muss einfache Möglichkeiten geben, auch Gefährder in Haft zu nehmen. Das ist ja eine Beschlusslage gewesen. Nach dem Anschlag sind ja viele Sicherheitsgesetze neue verabschiedet worden. Welche davon würden Sie sagen, erweisen sich mit Rückblick von heute aus irgendwie als richtig und wo hat es eigentlich nicht wirklich was gebracht? Naja, Herr Seitz hat gerade unterschieden zwischen Gefährdern, die konspirativ, also verdeckt überwacht werden und welche, die eben offen überwacht werden. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz viel über die Fußfessel diskutiert haben. Heute können Sie sich ja mal anschauen, wer alles eine Fußfessel trägt, also de facto niemand. Ja? Und das heißt, es sind viele Gesetze vorgelegt worden oder Beschlüsse gefasst worden, die in der Sache nichts bringen. Wir sagen, wir müssen erst analysieren, also wir brauchen erst den Untersuchungsausschuss, um dann die Fehler zu identifizieren und dann noch die richtigen Schlussfolgerungen zu setzen. Jeder, der behauptet, heute schon die Antworten auf diese Fragen zu kennen, also das ist meiner Ansicht nach weitgehend unseriös.
Es bleibt eine Menge Arbeit vor uns und vor Ihnen auch. Herr Seitz, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen, Frau Mihalic, alles Gute. Ihnen beiden, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir geben ganz fix rein, denn der Bundestagspräsident ist schon da.